Mitten im Nirgendwo zwischen Kühen und Windkraftanlagen ragen sie in die Höhe. Die 8 Mastantennen der Marinefunksendestelle Rauderfehn. Das Gelände, auf dem sie stehen, ist strenger militärischer Sicherheitsbereich. Wohl auch deshalb weiß kaum jemand, dass die Türme mit einer Höhe von 352,5 Metern die höchsten begehbaren Bauwerke Westeuropas sind. Jede Antenne hier hat einen Fahrstuhl integriert, richtig, mit Zahnradantrieb. Und ja, es ist also möglich, mit einem Fahrstuhl, zugelassen für 3 Personen, hochzufahren. Dauert etwa 18 Minuten. Man könnte auch die Leiter nehmen, aber darüber kann ich keine Auskunft geben, wie lange das tatsächlich dauern würde, wenn es überhaupt jemand schafft. Eine der wenigen Personen, die regelmäßig nach oben dürfen, ist Uwe Bischoff vom Technischen Betriebsdienst. Mehrmals in der Woche quetscht er sich in den engen Fahrstuhl. Heute lässt er uns ausnahmsweise mitfahren. In gemächlichem Tempo geht es zum ersten Haltepunkt in 80 Metern Höhe. Bereits hier ist der Ausblick beeindruckend, aber auch ein bisschen furchteinflößend. Bischoff lässt das völlig kalt. Er konzentriert sich auf seinen Job. Wir machen Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten hier im Antennenbereich. Das heißt Flugwarnbefeuerung, Nachschauen, Technik im Antennenmast, Fahrstuhl, Rettungssachen, alles was hier im Mast so drin ist, beaufsichtigen. Wir kontrollieren die Seile mit dem Fernglas, ob irgendwo Drähte sich gelöst haben an den Flugwarnmarkern. Ja, das ist eigentlich unser Job hier. Nach einem kurzen Zwischenstopp geht es weiter zum eigentlichen Ziel, der Plattform auf der Spitze der Antenne. Die letzten Meter müssen zu Fuß über eine steile Leiter zurückgelegt werden. Doch dann sind wir da und der Blick ist gigantisch. Bis zu 70 Kilometer weit kann man bei guter Sicht von hier oben sehen, sprich bis zu den ostfriesischen Inseln. Ich denke mal, dass wir einen von den schönsten Arbeitsplätzen hier haben. Ist natürlich auch wetterabhängig. Wenn wir hier auf 352 Meter sitzen und es regnet und wir machen Reparaturarbeiten, ist es natürlich nicht so schön. Aber so wie heute, nur mit ein bisschen Wind, ist es natürlich ein sehr guter Arbeitsplatz. Während wir noch ein bisschen die Höhe auf uns wirken lassen und die Umgebung nach markanten Punkten absuchen, ist Bischoff schon wieder voll in seinem Element. Routiniert tauscht er noch schnell eine Glühlampe der Flugwarnbefeuerung aus, bevor es im Fahrstuhl wieder nach unten geht.